Bitwer. Und so weit hinten ist Schmarow bestimmt noch nie gewesen. Hilft ganz weit hinten aus, natürlich. Das Problem, wenn man so viele offensive Leute hat, muss man auch hinten aufpassen. Und jetzt Manni Bender. Schmidt. Ah, schade. Hier, Schmidt kommt an den Ball. Rechts wäre Kirakov gewesen, aber ich meine, das war richtig zu schießen. Und wenn ich richtig erkannt habe, hat er noch mit den Fingern berührt. Allerdings gibt der Schiedsrichter Abstoß. Und der schießen wird. Klasse! Und Bender holt sich den Ball wieder zurück. Starke Anfangsphase von ihm. Schuster. Kirakov liegt am Boden, hat eine von Kike mitbekommen, aber weiter geht's. Ist es schon wieder. Schön. Wieder vorbei ein Kicken. Ja, vorhin hatten wir gesagt, 6 offensive Spieler. Und der Witwer, der Libero, spielt auch weit vorne. Da ist er. Schmidt. Nicht ärgern, weitermachen, Edgar Schmidt. Jetzt geht's los, heißt es hier auf den Rängen. Jetzt wird's gefährlich. Au, 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 au. Mijatovic. Fernando. Da hätte mehr draus werden müssen. Oli Kahn. Der so wichtige Mann beim KSC. Hier. Fernando, ein Schlenzer. Er hätte jetzt ein bisschen mehr Schmackes draufschießen müssen. Affraum. Minuten vorbei, 0:0 der Spielstand, aber der KSC wird stärker und stärker. Klasse, Oliver Kahn. Wie wertvoll ist dieser Mann für den Karlsruher SC? Und sie sind ja drauf und dran, die Karlsruher, ihm einen Vertrag vorzulegen. Er soll hier verlängern. Schauen wir es nochmal an. Nein, schauen wir uns nicht mehr an. Hier ist die Chance. Direkt abgezogen und dann Oliver Kahn. Thomas. Oh, kein Abseits, das war kein Abseits. Das ist gefährlich. Kahn. Da sehen Sie es, ganz deutlich, keine Abseitsposition. Schön zu sehen in der Einstellung. Ein Spiel gegen Espanyol, also auch noch einen Elfmeter, im Elfmeterschießen verwandelt, der Wolfgang Rolf. Ja! 1:0! Dieser Mann ist Gold wert für den KSC. Der goldene Edgar.
Eifelkönig, der Mann aus Dudeldorf. Ja, hat das geschafft, das 1:0. Schön die Flanke. Klasse gemacht von Manni Bender. Toll hereingegeben. Und da ist er da. Edgar Schmidt. Ach, herrlich, wie er den reingezogen hat. Manni Bender. Und schön hingehalten. Da staunte Gegenspieler Sereano Bauklötze. Doch schön schon dieser Pass. War klasse aus dem Mittelfeld heraus. Edgar Schmidt. So, jetzt sind die Karten neu gemischt. 1:0 für Karlsruhe, Hinspiel 1:3, ein Tor noch und das wär's. Ah, von hinten gegen Kyriakov Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Karl, nur Schmidt vorne. Was heißt nur? Tor! Kleine Wunder von Karlsruhe nimmt seinen Lauf. Edgar König Schmidt. Letzte Woche war noch Edgar Looping Schmidt nach seinem Autounfall viermal überschlagen. Heute lässt er das Wildparkstadion sich überschlagen. Herrlich. Mann oh Mann, Edgar. Weltklasse. Eberhard Karl, der die Mannschaft drückte. Wunderschön geflankt. Und den Mann darf man nicht aus den Augen lassen. Dem Mann darf man keinen Meter lassen. 2:0. Liebe, liebe Leute, wieder Volley das Tor hier. Zopp, drin ist er. Und wenn jetzt Schluss wäre, wäre der KSC weiter. Mann. Und es ist der verdiente Lohn für eine tolle Leistung bisher beim Karlsruher SC. Und so manch einer denkt sich hier, wenn die nur mal so immer in der Bundesliga spielen würden. Tabellenführer in Spanien. Also, nicht unterschätzen. Schmarow. Das ist doch die Chance. Das ist das Tor! Ich flippe aus! Ich flippe aus hier! Das gibt's nicht! Rainer Schütterle. Rainer Schütterle, der Mann für die Weltklasse-Tore. Gucken Sie sich dieses Gewurschtel, wie sie alle lachen. In einem Taumel sind sie in Karlsruhe. Da hat doch schon jeder abgehakt. Hier, die bleiben stehen, die Spanier. Aber nicht der Schütterle, nicht der Schütterle. Klasse gemacht, Herr Heber. Und jetzt nochmal, während wir uns dieses Tor anschauen, leider eine kleine Hiobsbotschaft. Am Boden liegt im Augenblick Schmidt, aber wir schauen uns zunächst das Tor nochmal an. Nochmal das Tor von Rainer Schütterle, der auch so ein tolles Tor gegen Bayern München geschossen hatte, als sie auch so aufgedreht aufspielten in der letzten Saison. Und hier ist Schmidt, er hat einen Ellbogencheck bekommen, wie mir gesagt wurde. Ich hatte das selbst nicht gesehen, ganz benommen. Das wäre natürlich eine unfaire Geschichte, was hier abgelaufen ist. Edgar Schmidt völlig benommen. Hier aber nochmal das Tor. Dieser wunderschöne, der klasse Heber. Ach, ich liebe Leute, die Heber machen. Und er hebt und hebt und hebt und hebt hinein ins Tor. 3:0. Immer wenn es gilt, ist der KSC da. Und entschuldigen Sie bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich hier ein bisschen zu sehr freien Lauf lasse, meine Emotionen, aber damit haben wir nicht gerechnet hier. Oh, was klasse! Haben Sie das gesehen von Valery Schmarow? Jetzt gelingt ja alles. Die Brasilianer aus Baden. Nochmal Schmarow. Da gelingt alles. Bender. Nochmal, hier, guck sich den Trick an. Oh, oh, ist das herrlich. Schütterle. Schütterle. Schmidt? Nee.
Note 1 bisher für diesen Mann, für Edgar Schmidt. Einen der besten Stürmer der Fußball-Bundesliga. Leider, leider ist er schon ein paar Jahre alt, 30 nämlich. Sonst wäre so einer ein Mann für die Nationalmannschaft. Er hat so viele Tore in den wenigen Spielen geschossen, die er Profi ist. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber er ist schon eine Klasse für sich. Die sitzen alle, die Pässe. Schütterle. Gut gemacht, Epse Karl. Tolles Verständnis der beiden da. Und das ist das. Das hätte sein müssen, das 4-0. Aber meckern wir nicht. Er, Rainer Schütterle und auch seine Kameraden haben so toll bisher gespielt. Da macht nichts aus. Nicht schlimm, gucken Sie mal. Kann passieren. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass sowas passieren kann. Nicht ärgern. Liebe Zuschauer, die Sie erst jetzt nach Hause kommen, schimpfen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, dass er Ihnen nicht rechtzeitig freigegeben hat. Sie haben 3 Tore verpasst, 3-0 für Karlsruhe und kein Tor. Ach, jetzt aber Dusel. Kein Tor, weiter. Ach, was für Szenen. Ach, was für Szenen. Nee. Puh, einmal durchatmen. Sehr schön in die Gasse gespielt. Und dann ist es Pizzi, der so viel Pech hat. Und auch der Nachschuss auf der Linie gerettet. Und weiter Gefahr. Das war der Posten. Von hinten in die Beine. Gegen Kyriakov von Serea. Zu wem gibt er jetzt die gelbe Karte? Ja, Serea. Jetzt schon knapp 49 Minuten gespielt. Und jetzt der Halbzeitpfiff. 3-0 für den Karlsruher SC. Nach einer super ersten Halbzeit. Dank Edgar Schmidt. 1-0, 2-0 durch ihn. Eine tolle erste Hälfte. Und auch, das dürfen wir nicht vergessen, tolle Paraden von ihm, von Oliver Kahn. Der auch einmal bei diesem Pfostenschuss von Pizzi sehr, sehr viel Glück hatte. Riesenapplaus hier für die Jungs aus Baden und ich sehe meinen Kollegen Frank Thomas Sippel und ich hoffe, dass wir auch zu ihm runtergehen können zum Interview. Edgar Schmidt 3-0 zur Halbzeit, 2 Tore von Ihnen, so kann es weitergehen, oder? Ja, normal müssen wir schon 4 oder 5-0 machen, aber man kann auch so zufrieden sein, wir dürfen jetzt uns nur nicht in die Abwehr reindrängen lassen und dann bin ich eigentlich optimistisch, weil Valencia ist eigentlich sehr nervös. Sag mal, rutscht euch nicht das Herz in die Hose bei den Kontern von den Spaniern? Das ist ja recht gefährlich, oder? Ja gut, das ist aber ein Risiko, das müssen wir einfach eingehen. Und ich denke, wir sind eigentlich ganz gut drauf. Okay, dankeschön. Okay. Gleich geht's weiter mit dem Karlsruher SC und FC Valencia, präsentiert von Krombacher. Wer heute gesperrt ist und dem es gehen wird, so ähnlich wie Winnie Schäfer, übrigens an den Pfarrer von Dudeldorf, ergeht die Aufforderung, so langsam die Glocken läuten zu lassen. Was der Edgar Schmidt heute zusammenzaubert, ist tatsächlich aller Ehren wert. Haben Sie es auch so gesehen? Ja, Edgar spielt überragend, aber die ganze Mannschaft kämpft hervorragend und spielt dazu noch gut. Und das 3-0 hätte ich mir in kühnsten Träumen nie erwartet, dass wir schon zur Halbzeit 3-0 führen werden. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir kein Gegentor bekommen. Sie haben ja im Grunde das gleiche Symptom wie Winnie Schäfer, ne? Mitfiebern, aber nicht dabei sein können. Ja, leider. Durch die zweite gelbe Karte, die ich mir in Valencia geholt habe, kann ich leider nicht zuschauen. Winfried Schäfer, wenn Sie in der Kabine gewesen wären, was hätten Sie denn Ihrer Mannschaft geraten jetzt für die zweite Halbzeit? Ja, man muss weiter fighten, kämpfen, rennen. Und ich bin überzeugt, dass meine Co-Trainer das so gemacht haben, dass sie auch gegenseitig sich jetzt nochmal auf die Schulter klopfen, die Hände klatschen und sagen, jetzt gehen wir raus und schaffen die 45 Minuten noch. Von dem Überalligen dürfen wir jetzt nicht darauf achten, dass wir ein Tor kriegen, sondern wir müssen versuchen weiterzuspielen, nur nicht so offen wie auf der rechten Seite wie am Anfang. Sie haben ja jetzt einen neuen Mann gebracht, den Galvez, mal sehen, was da passiert. 6 offensive Leute, wer wird denn sich jetzt ein bisschen defensiver orientieren?
Wichtig ist der Ball von Rolf, der sich einen Schritt zurück orientiert und Rücken frei hält für den Manni. Der Wolfgang ist ja nicht der geborene Torjäger, aber wir müssen. Ja, und Eckball. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, wir dürfen sie nicht kommen lassen. Dann irgendwann machen sie vielleicht ihr Tor. Und deshalb müssen wir weiter versuchen, Angriff zu spielen, aber auf der Rückwärtsbewegung muss auf der rechten Seite vor allem schneller reagiert werden. Okay, danke schön. Haben Sie mitgehört, wie Winfried Schäfer mitkommentiert hat? Und Eckball zwischendurch, den könnten wir ein Mikrofon geben und alles alleine erledigen. Könnte mitcoachen und mitkommentieren. Ja, es hat einen Wechsel gegeben. Und zwar ist der junge Mann hier, das ist Calves, ein U21-Nationalspieler. Er ist in die Mannschaft hineingekommen für Serrer. Der Verteidiger hat 4-0. Mann! Hier darfst du dich gar nicht trauen, über irgendwas anderes zu erzählen. Schon sind sie wieder da, die Karlsruher, und schießen und schießen und schießen und treffen und treffen und treffen. 4-0. Da lacht er, der Sempere. Da lacht er. Und hier sehen wir es nochmal. Das Tor. Valerie Schmarow durch die Hosenträger des Verteidigers und am Torhüter vorbei. Nochmal aus Hintertorperspektive. Jetzt müssen wir losgehen. Nach von hier das Tor von Valerie Schmarow. 4-0. Um noch das Spielerträubchen kurz zu sehen. Aber es geht hier ruckzucki weiter. Hier kann man gar nicht mal Luft holen. Und das Schöne an dem 4-0 ist, liebe Zuschauer, jetzt kann sich der KSC auch ein Gegentreffen erlauben. Und wer trotzdem weiter. Wir werden unsere Kollegen in Leverkusen aufatmen. Bender, Kiriakov. Ich habe eingangs gespielt in die vielen Höhepunkte deutsch-spanischer Duelle genannt. Es ist um eines reicher. So oder so. Denn im Hinspiel, seien wir ganz ehrlich, hat der KSC so schlecht gespielt, hat überhaupt kein Land gesehen gegen Valencia. Bis zu diesem Tor von Edgar Schmidt. Ein paar Minuten vor Schluss. Und wie verwandelt heute. Alvaro. Calves. Oliver Kahn. Den muss er sofort spielen. Und der Versuch von Calves. Hören Sie es, Olli für Deutschland im Hintergrund. Berti Vogts kann dies besonders deutlich hören, denn der sitzt hier im Stadion. Schöne Spielinformation kann ich im Moment, müssen wir auf den Freistoß achten. Tor! Edgar Schmidt! Ja, diesen Mann können wir gar nicht besonders herausheben. Er ist heute Weltklasse. Und wieder hatte Hanni Bender vorbereitet. Das Traumpärchen der Bundesliga. Hanni Bender, Edgar Schmidt, 5-0. Schauen Sie, wie Sie ihn lieb haben, Ewald Karl. Ja, und hier die Flanke, der Freistoß, Hanni Bender. Und ja, schon fahrlässig, wie die Spanier ihn da lassen. Noch nichts von Schmidt gehört. Da wollen sie gleichzeitig reingreifen ins Netz. Da sehen Sie es, das Standbild. Kiriakov. Schauen Sie, wunderbar gemacht. Fehler natürlich auch vom Torwart und von den Abwehrspielern. Sehr schlecht sahen sie hier aus, die Spanier. Sehr schlecht. Ach, das schauen wir uns nochmal an. Edgar Schmidt. Ich sagte es in der ersten Halbzeit. Letzte Woche ein Unfall gebaut. Viermal überdreht. Überschlagen. Gucken Sie sich die Freude an. Wunderbare Szenen hier. Das waren Bilic und Kiriakov. Ja, wie gesagt, viermal hat er sich überschlagen, der Edgar Schmidt. Und vielleicht für jeden
über Schlager bekommt er hier sein Türchen. Drei hat er, eins fehlt noch. 5-0. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Die Zuschauer hier im Stadion. Und dann kann auch Winfried Schäfer wieder mit dabei sein. Die Sperre läuft heute ab. Hat sich ja sehr korrekt verhalten. Gucken Sie mal an, was hier los ist. Gänsehaut im Stadion. Hier ist der UEFA-Beobachter. Der Mann aus Österreich, Alfred Ludwig aus Wien. Er ist gleichzeitig Generalsekretär des österreichischen Fußballverbandes. Er soll aufpassen, ob er sein Kabinchen verlässt. Und das macht er nicht. Ordentlich verhalten. Herr Alfred Ludwig, der Mann, den wir vorhin hatten, den UEFA-Beobachter, der war früher selbst aktiv bei Vienna Wien, arbeitete dann bei der Kronenzeitung, ein Kollege also, und dann war er Pressechef des österreichischen Fußballverbandes, übrigens auch damals in Gifhorn, als es dieses sehr komische Spielchen zwischen Deutschland und Österreich gab. Jetzt könnten sie sich theoretisch ein 5-2 leisten, die Karlsruhe, und wären immer noch weiter. Bilic, Sonderapplaus für ihn, Kroaten. Einem Guss. Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Es ist unfassbar, unglaublich. Ich raff's nicht. Ich werde wahnsinnig hier. 6-0. Liebe Freunde, ach, was ist das herrlich. Wie schön kann Fußball sein? Wie schön kann Europapokal sein? Lieber KSC, wir danken euch. Edgar Schmidt, das beste Spiel seines Lebens, sag ich mal einfach, behaupte ich einfach. Der kann jetzt machen, was er will. Für jeden seiner Überschlager bei dem Unfall letzte Woche hat er jetzt ein Türchen gemacht. 4 Tore, 6-0 und Valencia wird gleich wechseln, aber schauen wir uns nochmal an. Genießen wir dieses Tor. Huppelt nochmal auf. Und da, Reinerits, 6-0, Edgar Looping Schmitz. So, 6-0, liebe Freunde, wir schalten jetzt um zu dem Mann, der in der Kabine sitzt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was er zu sagen hat. Winnie Schäfer. Winfried Schäfer, Sie haben ihn gerade gefragt, wie steht's denn? Wie steht's denn wirklich? Steht gut. Nur weil die Jungs leisten, man hat sie gesehen, jeden Zweikampf haben sie angenommen. Nicht nur der Abwehr, sondern vorne. Das war das Entscheidende, wie in Eindhoven. Vorne muss man Zweikämpfe gewinnen, hinten gewinnt man sein leichter. Und freut mich, dass sie so toll spielen. Jetzt haben sie eine dicke Scheibe dazwischen, aber haben sie auch ein bisschen Gänsehaut bei dieser Stimmung? Ja, ist toll, was der KSC hier oder die Zuschauer veranstalten. Ich meine, man hat es ja schon beim Länderspiel gesehen. Die Zuschauer in Karlsruhe wissen genau, wann sie gebraucht werden. Und sie haben ja beim Länderspiel schon der deutschen Mannschaft Rückhalt gegeben. Und das ist eben immer hier so. Sie lieben den Fußball, wenn man richtig arbeitet. Das haben sie gemacht, die Spieler. Höhepunkt ihrer Karriere? Ja, Höhepunkt. Ich muss sagen, die Jungs, sensationell, was sie arbeiten. Ich hoffe, dass wir noch ein Tor machen. Okay, danke schön. Die Bundesliga hat wieder die Spitzenposition in Europa mit Italien gemeinsam erreicht, und hier schauen sie, kaum zu fassen, müssen wir schon fast den Kopf schütteln. Die Spanier jetzt mit 10 Spielern nur, und die Fangesänge zieht den Spaniern die Badehose aus.
Der Mann, der noch vor zwei Jahren in der Landesliga in Bernbach gespielt hat. Eine steile Karriere hinter sich hatte, als Chef Joker ins Spiel kam. Und jetzt hören Sie sich diesen Applaus mal an. Edgar Schmidt kommt vom Feld. Zeigt ruhig den Edgar Schmidt noch ein bisschen länger, denn dieser Mann hat heute ein kleines Wunder bewirkt. Ein toller Applaus. Und Markus Jähl steht schon bereit. Interview mit Edgar Schmidt, dem vierfachen Torschützen. Edgar Schmidt, vier Tore, vierfacher Looping neulich auf der Autobahn. Ja. Müssen sich noch mehrfach überschlagen, um so eine tolle Leistung zu bringen? Ja, ich muss sagen, das war eine ganz tolle Woche. Ich habe fußballerisch im Moment ein bisschen tief gehabt, einen schweren Unfall. Und heute das Spiel, es gibt Wochen, die sind einfach genial. Du hast schon mal erlebt im Fußball? Ach, in der Art noch nicht, nein. Das ist aber wirklich der größte bisschen. Alles klar, danke schön. Okay, ciao. Fußballer in der Bundesliga. Ach, schade. Weiter noch der Ball. Zaubern Sie, da zaubern Sie, da zaubern Sie. Zunächst Bilic und dann Kiriakov. Der hätte auch noch eins verdient. Schauen Sie, schön über den Scheitel rutschen lassen. Dann schien die Situation fast vorbei. Dann kommt Bilic, klasse gemacht, und dann Kiriakov. Normalerweise spielen übrigens die Jungs aus Valencia in Weiß. Ja, wie kann man dieses 6:0 heute hier einordnen? Ich hatte eingangs diese tollen deutsch-spanischen Spiele erwähnt. Und ich glaube, da passt es allzu gut rein in diese Duelle Gladbach gegen Real Madrid oder Bayern gegen Atletico, Leverkusen gegen Espanyol oder Kaiserslautern gegen Barcelona, Kaiserslautern gegen Real Madrid. Und da passt es einfach rein, dieses tolle Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Valencia. Diesmal wieder mit dem besseren Ende für die Deutschen. Klinge, Kiriakov, weiter, Wittwer, der Libero. Klinge bietet sich an, Kiriakov bietet sich an. Und Bender! Winnie Schäfer, Winnie Wahnsinn, das sind alles Dokumente eines total verrückten Spiels, bei dem wir alle hier im Stadion, und ich glaube auch Sie zu Hause, phasenweise ausgeflippt sind. Tor! Bilic! Bilic! Slaven Bilic erzielt das 7:0. 7:0, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 7. Und wieder Manni Bender, der Mann, der das Tor vorbereitet hat. Wie viele Tore hat er nicht vorbereitet? Der Kopfball. Und dann nochmal abgefälscht. Slaven Bilic. Schauen wir uns nochmal an. Zwei, dreimal. Drei Spanier hatten, glaube ich, den Ball noch berührt. Dennoch sollten wir dieses Tor Slaven Bilic gut schreiben. Hier sehen wir es. Zack, zack, zack. Drin ist er. Durch die Beine des Torhüters. Ein wunderschöner Abend hier in Karlsruhe. Und wir hoffen natürlich und drücken die Däumchen, dass es in Leverkusen heute Abend so weitergehen wird. Gegen Athen. Unfassbar. Jetzt vielleicht noch das 8:0. Außennetz. Gut, das haben wir jetzt 7-mal von innen getroffen. Einmal von außen ist auch in Ordnung. Schuster am Ball. Alle Leute stehen hier auf den Rängen, auf den Tribünen. Also besser, stimmungsvoller kann es in einer spanischen Arena nicht zugehen. So, kleiner Test nochmal. Richtig so von Ewart Karl, auch mal den Olikan nochmal ins Spiel zu bringen.
Eieiei. 92 Minuten gespielt. Von mir aus kann er ruhig noch eine Viertelstunde nachspielen. Ein so wunderschöner Abend. Wir genießen jedes Sekündchen. Rainer Schütterle, da lacht er aus vollem Herzen. Auch er hat so maßgeblich zu beigetragen, dass es so ein wunderbares Spiel hier heute wurde. Ich kann nur in Superlativen hier schwärmen, aber was willst du anderes machen hier? Rainer Krieg, Rolf und der Schlusspfiff. Danke Karlsruhe SC. Danke, ihr Lieben. Ihr habt super gespielt. Fantastisch. Wolfgang Rolf, Roland Schmieder, kommt Jungs, geht in die Fankurve, bedankt euch bei den Freunden. Haha, der Pokal, da ist er rausgeholt worden von den Fans. Schauen Sie dieses Mal an. Und natürlich Bilder der Enttäuschung. Und was Sie nicht sehen konnten, ist Hiddink hat fair gratuliert. Und Dirk Schuster bei den Fans. Eine Selbstverständlichkeit jetzt diese Bilder. Und wir sollten sie noch ein wenig genießen. Der rote Sergei Kiriakov. Und im Moment könnten sie alle umarmen, alles, was sich in den Weg stellt. Dirk Schuster mit der KSC-Fahne. Ist das nicht ein schönes Bild? Normalerweise werden sie bei Leichtathletik in die Hände gestopft, aber er hat sie sich selbst genommen, die Fahne, Dirk Schuster. Epse Karl von hinten. Wunderschöne Szenen hier. Und der spürt überhaupt nicht, dass es hier kalt ist. Fast gefroren. Das macht ihm überhaupt nichts aus, den Dirk Schuster. Ja, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Wir werden uns gleich hier nochmal wieder melden. Aber zunächst einmal kommt Markus Jehstedt mit einem Interviewpartner. Manfred Bender, beim großen Sieg gegen die Bayern letzte Saison waren sie nicht dabei, in Eindhoven waren sie nicht auf dem Feld, aber jetzt sind sie endlich auf dem Feld dabei. Wie ist denn das Gefühl? Momentan muss ich sagen, mir fehlen die Worte. Also, es ist unglaublich, was sie jetzt momentan abspielt. Ich glaube, ich muss zu Valencia dazu sagen, das Hinspiel hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Und gut, wir haben halt, sagen wir mal, einen kleinen Lauf gehabt. Ist das ein Fußballrausch? Ja gut, die erste Halbzeit auf alle Fälle. Also ich muss sagen, die haben zwei dicke Chancen gehabt. Also wenn wir da 2-0 hinten liegen, können wir uns auch nicht beklagen. Aber mit ein bisschen Glück sind wir halt einmal in die dritte Runde gekommen. Und glaube dann, ab dem 1-0, glaube ich, dann vollkommen verdient. Okay, danke schön. Bitte. Wolfgang Rolf, Sie haben mit Leverkusen den UEFA-Pokal schon mal gewonnen. Aber haben Sie so etwas schon mal erlebt, wie hier die Stimmung? Man sieht sie gerade. Ja gut, die Stimmung ist natürlich super heute, aber ich glaube, wir als Mannschaft haben dazu beigetragen, dass wir so eine Stimmung haben. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben das für möglich gemacht, was keiner mehr geglaubt hat. Und irgendwie bin ich auch stolz auf die Mannschaft, dass sie das umgesetzt hat, was wir in den letzten zwei Tagen besprochen haben. Und es hat hundertprozentig geklappt. Okay, danke schön. Bitte. Viva España ist der Song des Abends, eine Stimmung, wie ich sie selten erlebt habe in einem Stadion eines Fußball-Bundesligisten. Aber es war ja auch ein Spiel, wie man es selten erlebt hat. Wir haben noch ein paar Bilder, Emotionen von hier, sehen Sie, Emotionen nach dem Spiel, können wir gerne noch mal einspielen. Da ist richtig Wolfgang Rolf, sehen Sie, der so ziemlich das letzte Kleidungsstück abgibt. Kiki hat erstmal in die Heimat telefoniert. Was war da nicht alles los? Jubel pur, Winni Schäfer auf seiner ganz persönlichen Ehrenrunde. Und natürlich Dirk Schuster. Der Sprung in die dritte Runde des UEFA Cups 1993-94. Ein bisschen eng ist es hier, das werden Sie uns verzeihen. Bei uns ist Winni Schäfer, der Trainer. Winni, sowas schon mal erlebt in einem Karlsruher Stadion. Hier ist unsere Kamera. Nein, es ist einmalig, was hier abläuft und ich freue mich für die Jungs. Sie haben es verdient. Winni, danke einstweilen. Wir sprechen gleich noch ein bisschen. Markus Jehstedt hat einen Gesprächspartner. Ja, Dirk Schuster. Die Mandecker werden oft vergessen, aber heute den Mijailovic fast ausgeschaltet. Dirk Schuster ist einer der besten Mandecker der Bundesliga geworden, oder? Ja, momentan bin ich ganz gut in Form. Es läuft seit dem Spiel heute auch in der Mannschaft wieder besser.
Und ich bin ganz glücklich, dass ich heute so gut gespielt habe und der Mannschaft damit einen Dienst erwiesen habe. Hat der Sturm gewonnen oder die Deckung heute? Beide. Beide. Okay, Johannes Beger. Ich möchte noch kurz noch was sagen dazu. Und zwar möchte ich den Herrn Jestedt und Herrn Dahlmann zum nächsten Spiel wieder hier sehen, wenn wir im UEFA Cup dabei sind. Dankeschön. Johannes. Ja, danke Markus. Der Edgar Schmidt quatscht noch, nimmt noch die Schecks entgegen, wenn wir das alles mal zeigen können. Hier, das ist Herr Liedtke, hat 1500 Mark pro Tor versprochen. Der Mann hat das Scheckheft schon ausgepackt, 5000 Mark zusätzlich in die Mannschaftskasse. Ist ein armer Mann, aber ein glücklicher Fußballfan. Das ist er. Es war traumhaft schön, die Sache ist mir das wert. Vor allen Dingen die gute Sache von der Frau Schäfer und außerdem die Mannschaftskasse. Und ich erhöhe das Angebot für den VfB Stuttgart. Na, dann warten wir mal. Edgar Schmidt ist bei uns. Ich glaube, in Düdeldorf läuten heute Abend die Glocken, Edgar. So ein Spiel haben Sie noch nie gehabt, ne? Bitte? So ein Spiel haben Sie noch nie gehabt, wie das heute Abend. Nee, so ein Spiel, das ist einmalig. Das ist Traum, muss man jetzt sagen. Sergei Kirjakov, wir haben vorhin gesehen in der Kabine, mit wem haben Sie denn telefoniert? Ja, ich angerufen. Ich habe angerufen zu Moskau, meine beste Freund. Dreimal angerufen. Und meine Freund sitzt in Moskau und warten, wann ich angerufen und sagen, wie gespielt und welches Resultat. Super gespielt, Johannes bitte wieder. Ja, und bei mir ist nochmal der Trainer des KSC, Vinny Schäfer. 90 Minuten hat er im Löwenkäfig gesessen, jetzt aber alles rauslassen. Kann es sein, dass es da noch eine kleine Geschichte mit Jörg Wontorra aus dem Spiel in Eindhoven gibt? Ja, ich hoffe, der Jörg hört zu, der arme Junge da, aber ich glaube, er macht das gerne. Er hat eine riesen Summe zu zahlen. Er hat uns alle eingeladen für die dritte Runde. Okay. Er soll schon mal zur Bank gehen. Okay, wir fragen ihn gleich selbst. Jörg, Riesenstimmung in Karlsruhe, eine tolle Fete und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mitfeiern in Leverkusen. Bitte, Jörg. Also ich muss schon wirklich sagen, ich wäre gerne bei euch. Ich habe die Karlsruher schon einmal feiern erlebt, nämlich nach dem 0:0 in Eindhoven, als sie die zweite Runde erreicht haben. Und das war wirklich noch ursprünglicher Jubel. Und da stehe ich auch zu Vinny Schäfer. Ganz klar, die Runde geht auf mich. Die Mannschaft inklusive Trainer ist natürlich eingeladen. Er ist sehr schlau und sucht immer den Rücken der Gegner und ist sehr schlau. Im gerade Moment ist er dort, wo er sein soll, für KSC, nicht für mich. Und es war ein Spielrausch und glaube ich, alle phänomenalen Wörter, was wir glaube ich, heutzutage einfallen können, die kann man halt anwenden. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so vom Wildpark. Absolutes Wunder, eine Sensation, dass die Mannschaft nach den Spielen gegen Gladbach und gegen Leipzig so eine Leistung bringt, sagen hat. Es ist unheimlich schwer. Das Gefühl, die Stimmung, das persönliche Glück in Worte zu bleiben. Ich glaube, das wird uns allen erst morgen wieder in zwei, drei Tagen bewusst. Es ist die Krönung dessen, was ich hier im Wildparkstadion gespielt habe. Der Morgen danach, die Nacht, war kurz. Für die Spieler ein Genuss ohne Reue, ein Rausch ohne Kater, auch wenn für Nachschub bereits wieder gesorgt war. Ich muss jetzt hier Flasche bereichen. Danke, das später ist nett. Ja. In der Kabine und ich zeigen kann. Ja, danke. Okay. Der spanische Abend hatte allerdings deutliche Spuren hinterlassen. Ja, Schüde, ist es mal so. Ja,
Rainer, wie war die Nacht? Die Nacht war ganz cool. Ich meine, wir haben natürlich am Samstag ein wichtiges Spiel, da durfte man natürlich nicht so lange wegbleiben, aber ich denke, wir waren gemütlich was essen und haben ein bisschen Spaß gehabt, war ganz gut. Wie lange ging's? Oh, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe auch meine Uhr vergessen gehabt und von dem her. War es besser so? Halb, ja, ungefähr halb. Dirk, wie war das heute Morgen? Hast du dich mal gezwickt, um festzustellen, ob das alles eigentlich nur ein Traum war oder ob es wahr ist? Nee, gezwickt habe ich mich nicht, das habe ich schon meiner Frau machen lassen. Gab es einen Kater von gestern? Von unserem Spiel raus schon, ja. Aber von der Feier her nicht, aber in den Rausch, was wir uns gespielt haben, habe ich schon einen leichten Kater gehabt heute in der Früh. Auch auf der Geschäftsstelle schon überdurchschnittlicher Betrieb. Gibt es eigentlich schon Anfragen für die nächste Runde UEFA-Pokal? Ja, heute Morgen war das Faxgerät schon voll. Ehrlich? Mit Schrift, mit Bestellungen. Wie viele? Das war Aufstellungen einer 50 Karte, 25 Karte, so Reisebüros und so. Ihr habt mir wieder den Glauben am Fußball zurückgegeben, schreibt hier jemand. Ich weiß nicht, wo man ihn verloren hatte. Ich war heute Morgen schon unterwegs viel und das ist ja toll, weil wie die Leute einen ansprechen, könnte es noch gar nicht glauben, man merkt das richtig und auf der anderen Seite schlagen sie mal auf die Schulter, ich habe schon ganz blaue Flecken. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wäre schwer. Meine Frau hat geguckt, Kinder auch. Die Kleine, die sitzt eigentlich ruhiger vom Fernseher, die Dreijährige als die Siebenjährige, die hat für sowas nicht so viel Zeit. Und bei uns ist aber auch so, Fußball ist im Privatleben tabu. Währenddessen hatte Roland Schmieder alle Hände voll zu tun, seinen spanischen Präsidentenkollegen zu trösten. Ich kann verstehen, wie es ihm aussieht. Ich hätte wahrscheinlich die gleichen. Eltern brennen, kommen wir uns das hin. Aber ich hoffe, dass trotzdem die Kiste... Ich también comprendo vos encuentras. Aber ich hoffe, dass der gestrige Abend trotzdem bei Ihnen gute Erinnerung bleibt. Él espera que sobretot la cena de ahí anoche recuerde muy bien. Sí, eso sobre todo. Und das trotzdem, Kommunikation international im Wildpark. Valery Schmarow mit einem russischen Freund in Darmstadt. Er für mich Kassette gemacht. Für mich. Vom Spiel? Ja. Ehrlich? Dann ich frage, wie war's? Und? Ist okay mit der Kassette? Alles okay, ja. Dein Tor? Auch. Kennen Sie mir vielleicht noch einen Satz mit Gänsefleisch da? Du kennst vielleicht die Kamera aufmachen. Ein Abend mit vielen Gewinnern, aber auch einem Verlierer. Der einzige Loser. Ich habe mich da hinzu hinreißen lassen. Der Frau Schäfer, Motor, 1000 Mark für ihre Kinderhilfe. Und außerdem musste ja auch jeder Spieler was kriegen. Er kriegt 500 Mark von mir, jeder Spieler. Und der Schmidt war ja der große Gewinner. Er kriegt allein 2000 Mark. Macht wie viel insgesamt? Ja, ich habe 10.500 Mark verloren heute Abend. Ja. Aber für größtenteils für einen guten Trick und auch für den KSC ist ein guter Trick. Sind Sie jetzt ruiniert? Noch nicht. Ich habe vorhin den Bürgermeister Fehnrich gebeten, mir die Gewerbe zu öffnen. Wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Die entscheidende Situation war der Anpfiff. In dem Moment, wo er angepfiffen hat, waren schon drei Mann vom KSC am Ball, beim Gegner. Er hat zurückpfeifen müssen, hat nochmal neu anfangen. Da war klar für jeden, dass diese Mannschaft da unten das Spiel gewinnen will. Die zweite entscheidende Szene für Trainer Schäfer unmittelbar vor der Halbzeit. Der Pfostenschuss von Pizzi beim Stand von 3:0. Hier hätte das Spiel vielleicht noch einmal kippen können. Man sieht, ich hoffe, das kann man nicht sehen, dass die Linie von uns ein bisschen höher. Der Ball lief also nicht über das Tor. Aber ich muss sagen, von Valencia erstmal sehr gut gemacht. Den Mann links freigespielt, das war ganz toll. Jetzt wieder überholt, sind 2, 4, 5 gegen 3. Und haben nicht aufgepasst, jetzt im Außenspann rechts gespielt. Und schauen Sie mal, auf der Linie läuft der Wunder. Herrlich.
Aber jetzt erstmal der Olli und der Dirk Schuster auf der Torlinie. Und das sind, da kann man nicht mehr verlieren. Ich habe es gestern schon gesagt, wir haben jetzt eine holländische Spitzenmannschaft ausgeschaltet, eine spanische und jetzt kommt die italienische dran. Spanische Nacht in der Karlsruher Innenstadt, zum Glück völlig ohne Probleme, ganz offiziell. Die Karlsruher Fans waren natürlich in euphorischer Freude. Zahlreiche Hubkonzerte in der Innenstadt, Freudentänze, häufige Zuschauer, die noch in die Karlsruher Herbstmesse gingen. Überall eitel Freude, aber es gab keine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Auch die Polizei konnte um 23 Uhr in den Regeldienst übergehen. Und dann